Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ich bin Mr. Cutter für euer Let's Play in das Kaninchen und wir haben unser 100-Kuppel-Projekt begonnen. Also 100 werden es nicht werden, aber wir werden hier richtig viele Kuppeln bauen. Momentan ist es irgendwie ein Problemchen, dass die Wasserversorgung nicht rübergeht, was mich verwirrt, weil eigentlich... Ach, hier fehlt noch ein Kabelstück. Hier fehlen überall... Ach, weil ich natürlich jetzt ganz, ganz viel gebaut habe. Okay, dann haben wir das Problem, dass die Heizungen alle wieder abgerissen werden können. Denn leider sind sie eingefroren und man kann eingefrorene Heizungen nur wieder frei bekommen, indem man sie aufwärmt. Und ich glaube, ihr seht das Problem dabei. Wir kriegen... Wir müssten dann eh eine neue Heizung bauen und naja. Ein Vorkommen ist erschöpft. Was? Ach, Edelmetall. Naja, das ist eh kein Problem. Wir haben unser Mohole, was einfach mal noch ein bisschen erweitert werden kann. Das macht ja nichts. Wir benötigen wieder Polymer und Edelzeugs. Da schnappen wir uns mal Edelmetalle. Genau, Elektronik. Nein, keine Maschinenteile. Da haben wir genug. So, Start. Und das hier oben ist der Grund, weswegen ich jetzt auch hier das hier angefangen habe. Denn wir benötigen noch mehr Wasser und vor allen Dingen mehr Sauerstoff für unser neues Kuppelprojekt da unten. Das werden wir ja auch hier unten einfach mit hinknallen. Hier ist ja jetzt Platz. Das ist ja jetzt zur Versorgung deklariert. So. Und Moxis kann man ja ohne Probleme... Research complete. Stapeln, das ist ja kein Problem. Ich lasse ein bisschen Platz dazwischen, dass sie sich noch bewegen können. Wir müssen hier vielleicht mal noch hin und her fahren, keine Ahnung. So. Und dann kommen hier auch noch die Tanks hin. Ganz, ganz wichtig ist dann hier natürlich auch noch Abfanglaser, fällt mir gerade ein auf zu. Wenn wir nämlich hier uns zu entschließen, das hier so elementar wichtig aufzubauen, als Schlüsselpunkt für die weitere Wasserversorgung und sowas, sollte das Ganze auch schlüsselmäßig abgesichert sein. So, Drohnen sind überlastet, marsianische Überreste, kein Treibstoff verschattelt. Ja, unser Treibstoff ist ein bisschen in die Brüche gegangen. Ich habe das Gefühl, dass wir hier vielleicht mal noch ein weiteres Universallager brauchen. Weil... ihr... Ich sehe nicht, wie weit ihr Zugriff habt. Ihr werdet mich angezeigt. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Weil seid ihr dezent überlastet. Genau. Also, wo sieht es... Wo ist überlastet? Hier. 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 Der Rover hat natürlich ist immer überlastet. Die Shuttle Hubs sind ganz okay, wie ich sehe. Gott. Sauerstoff passt. Hier drüben ist... Was? Achso, Gott. Ist dann auch der der Sauerstofftank angeschlossen. Und jetzt müssen wir nur noch... dafür sorgen, dass hier irgendwie mal... Wieso wird denn das nicht gebaut? Ist das außerhalb dieser Drohnenreichweite? Kann das sein? Is this the possibility? Is this the problem? Wir bauen einfach mal noch einen Sonnen. Ich glaube, das ist das Problem. Die Drohnen versuchen hier runterzukommen, schaffen es aber stromtechnisch nicht. Und deswegen wird dieses Rohr nicht gebaut, deswegen haben die Kuppeln keine Versorgung und deswegen gehen unsere ganzen Anlagen gerade in die Brüche. Gut, dass wir die noch nicht angeschlossen haben in Form von
Bewohnern. So, jetzt ist das hier gebaut. Research complete. Ach, die neuen Durchbrüche. Ja, genau, wir haben ja unser... Genau, warte, halt, stopp. Halt, stopp. Wir haben... Ruhe, Ruhe, Ruhe. Das ist mir alles völlig wurscht. Wir haben unser Omega-Teleskop, mit dem wir neue bahnbrechende Technologien entdeckt haben. Und führt auch zu einer allgemein erhöhten Forschungsleistung, was wir momentan noch nicht sagen. Alter, guckt euch das an, wie viel Forschung wir jetzt bekommen. Und damit können wir jetzt unsere neuen Durchbrüche. Zum einen das Phoenix-Projekt. Wenn ein Kolonist stirbt, wird er oder sie mit einer Chance von 50% als Kind mit derselben Eigenschaft rekonstruiert. Alles endet mit einem neuen Anfang. Genau wie die Legende des Phönix. Da es sich beim Bewusstsein nur um einen elektrischen Impuls innerhalb eines Neuronenmusters handelt, muss man sich nur an die Daten halten, um es zu ersetzen. Gruselig! Das erforschen wir natürlich. Kryoschlaf. Passagierraketen bieten Platz für 20 zusätzliche Kolonisten. Da wir unsere Kolonisten während ihres Fluges zum Mars in einer Art Scheintod versetzen, benötigen Kolonisten deutlich weniger Platz in der Rakete. Kryoröhren erlauben es uns, mehr Kolonisten mit einer Rakete zu transportieren. Völlig unwichtig, tun wir trotzdem. Und Plasmarakete. Reduziert die Reisedauer zwischen Erde und Mars um 50%. Plasmatriebwerke haben gegenüber chemischen Triebwerken zahlreiche Vorteile. Man muss nur darauf achten, dass sie zum Start nicht explodieren. Wie bei anderen Raketen auch. Völlig unwichtige Durchbrüche, aber wir machen es trotzdem. Und danach machen wir weiter mit unserem marsianischen Urheberrecht. Haben wir hier das... Wieso wird das nicht gebaut? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Hä? Außerhalb einer Drohne... Was willst du? Da ist direkt ein Drohnenhub daneben. Also was ich mir gefallen lassen könnte, ist, dass wir kein Metall haben. Das würde ich mir gefallen lassen. Die Aussage. Aber sonst... Wir haben immer noch zu wenig Wasser. Obwohl die ja schon auch alle gebaut sind. Hier. Die kriegen mal die Verstärkung. So! Was? Nein! Ein Bruch. Cool. Also, an sich uncool, aber cool. Sagt uns, wir benötigen Abfanglaser. Darauf müssen wir natürlich achten, dass wir diese Abfanglaser auch bauen. Und jetzt haben wir die Heizungen, die stellen wir auf die höchste Stufe, wo sie da sind. Das kostet dann halt weniger Strom für den Betrieb der Kuppeln. Wir müssen natürlich hier noch weitere Abfanglaser aufbauen, denn ich glaube, das wäre dezent scheiße, wenn uns hier plötzlich ein Meteor auf den Kopf fällt. Der Himmel fällt uns auf den Kopf! Keine Stromverbindung? Was? Und hier muss auch noch eine Heizung drin. Hier fehlt auch Strom? Meine Güte. Der Rest hat Strom? Du hast keinen Strom? Du hast Strom. Du müsstest... Oder dir fehlt auch Strom. So. Habt ihr Strom? Du hast Strom. Ihr habt Strom. Alle haben Strom. Und mein Plan für die Kuppeln ist wie folgt. Ich möchte... Research complete. Jede Kuppel für eine Sache haben. Also in jeder Kuppel soll eine Aufgabe herrschen. Heißt, wir haben eine Kuppel mit Essen, eine Kuppel mit den, mit Wohnungen, eine Kuppel mit Service und so soll halt dann immer alles schön abgedeckt sein. Und auch sortiert sein. Jetzt haben wir genug Wasser. Sehr schön. Und ich hatte überlegt, das hier ist ja eine
ein Stück Erde auf dem Mars. Diese Kuppel erhöht den Komfort aller darin liegender Wohnorte. Außerdem wird die Besonderheit der Bewohner mit jedem Sol erhöht. Bedeutet, da muss Wohnung rein. Aber, da das so etwas Besonderes ist, diese Kuppel, wird das entsprechend auch unsere richtig besondere Wohnung, also unsere High Society, ne? Wir eröffnen jetzt Klassengesellschaft. Wir haben sonst ja immer Apartments und hier kommen jetzt intelligente Häuser rein. Intelligente Häuser, hier intelligente Anlagen bringen Platz für 12, braucht 3, 6, 9, 10 Raum. Und ein intelligentes Haus bietet Platz für 4 und braucht aber nur 3 Raum. Und das heißt, wenn ich jetzt das mal hochrechne, hier haben wir einen Verbrauch von 3 zu 4 sind... 3 zu 4... Oh Gott! Kopfrechnen! Hier haben wir 12 auf 10... Ist auf jeden Fall weniger. Und jetzt sind es 1,3 pro Platz und hier sind es 1,2 pro Platz. Das heißt, wir bauen hier intelligente Häuser, dann können wir da drinnen auch noch Parkanlagen dazwischen... Könnten wir noch klemmen... Hätten wir aber genau das gleiche erreicht wie bei den anderen, hätten wir noch Parkanlagen. Hier kommen dann halt die... Ja, wir könnten die halt wirklich richtig schön staffeln, aber das soll ja nicht so, soll ja nicht gestaffelt sein. Das sollte ja eigentlich schön aussehen. Wenn ich das mache, wäre genau dieser Effekt mit dem... Warte mal, gibt es hier einen Unterschied zwischen der... Nee, weil wenn ich jetzt nämlich selbst diese Konstruktion so mache, habe ich da drinnen ja nochmal ein... Platz für einen Park. Dann machen wir das nämlich so. Wir können hier in die Mitte noch einen kleinen... Eine Statue von uns. Einen kleinen Garten setzen. So. Das Problem ist natürlich, dass wir jetzt Wohnraum bauen, da Leute wohnen und verhungern werden. Ja, Katafi, das war schlau. Wir brauchen dann natürlich noch einen Nahrungsspeicher. Da habe ich jetzt natürlich nicht mitgedacht. Das heißt, wir müssen jetzt schon mal loslegen. Also, wir brauchen eine Kuppel für Nahrung. Das heißt, wir werden hier mal unsere Nahrungs... einen Nahrungsspeicher aufbauen. Und bauen eine Kuppel voll mit Farmen. Wir werden... diese Kuppel wählen. Diese Kuppel hier unten wird jetzt unsere Nahrungsfarm. Ist die Frage, ob wir nur Nahrung... Wir machen, glaube ich, hier wirklich nur Nahrungsproduktion rein. Und hier können wir in diese kleinen Ecken können wir die Hydrokulturfarm noch reinbauen. Stopp. Alles, was wir bauen, ist für den Arsch. Alles, was wir bauen, ist für den Arsch. Denn eine Sache haben wir vergessen zu bauen. Was haben wir vergessen? Na, wer weiß es? Verbindungen. Wir sollten uns zuerst um Verbindungen kümmern. Bevor wir hier anfangen, die Räume mit Gebäuden vollzuknallen. Da wir das alles dicht auf dicht haben, hoffe ich mal, dass wir es trotzdem hinkriegen, das vernünftig zu bauen. So, also, wir brauchen Durchgänge. Von hier muss ein Durchgang in jede Kuppel. Das heißt, ich könnte das so machen. Kriege ich das vielleicht? Ist blöd, dass ich das nicht irgendwie Stück für Stück bauen kann, dass ich jetzt... Ja, ist total blöd, dass ich das nicht Stück für Stück bauen kann. Konnte er plötzlich doch... Also so und dann... So, dann haben wir von Ecke zu Ecke. Und hier bauen wir ebenfalls von Ecke zu Ecke. Und hier bauen wir ebenfalls von Ecke zu Ecke. So, damit haben wir die innere Kuppel mit den äußeren Kuppeln verbunden. Jetzt, oder ne, jetzt haben wir sozusagen hier die Verbindung. Jetzt kommt diese Verbindung, dafür bauen wir nach hier und danach... Nee, ist sogar zu weit. So... Ecke zu Ecke. Wobei wir auch hier die Ecken bauen könnten, ne? Das macht vielleicht mehr Sinn, wenn wir diese Durchgänge so bauen. Kann ich theoretisch hier weiterbauen? Nee, es geht nicht. Okay. Ah, okay. Das ist das Problem. Ich kann nicht endlos diese... Also ich kann hier die Durchgänge so machen, von den inneren zu den
Randgebieten und die müssen dann wieder anders verbunden werden. Dann verbinden wir... Hier ist eh schon ein Kladderadatsch, dann bauen wir das so. Und da ist ein Kabel im Weg. Brauchen wir dieses Kabel überhaupt noch? Brauchen wir dieses Kabel überhaupt noch? Oder kann ich dieses Kabel nicht substituieren, indem ich zum Beispiel so mache? Und dann könnte ich doch hier dieses Kabel wegreißen. Und hier einen Durchgang bauen, der doch diese beiden Kuppeln verbindet. Und könnte ich von hier bis nach da drüben... Das geht auch. Ich kann die so weit verbinden? What the fuck? Okay, das bedeutet, wir könnten theoretisch sogar hier eine Verbindung hinbauen. Von der inneren zur... Das möchte ich. Oh, das möchte ich. Ich möchte halt wirklich ein richtig schönes Netz haben. Soll schön aussehen. So. Die Lager stehen hier im Weg. Da muss ein Durchgang hin. Von hier nach blockiert. Complete. Oder hier ist das blockiert? Blockierende Objekte? Warte mal, wenn ich das vielleicht... Kann ich von hier... Irgendwas blockiert hier. Ich weiß nur noch nicht, was blockiert. Warte mal, wenn ich das hier hinlege, geht es dann? Ja, jetzt geht's. Hä? Ach so. Dann machen wir das so. Nee, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier auch die Übergänge draufkriegen. Obwohl, dann fahren die einfach durch die Kuppeln durch. Mir doch auch wurscht. Hauptsache, die haben hier diese Verbindungsstrukturen. Geht das so? Kurve. Hä? 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 So. Dann sind zwar die nicht miteinander verbunden, aber die können ja so rumlaufen. Und die könnten theoretisch in den Bereich über diese Kuppeln. Dann haben wir sozusagen... Gut, das ist halt natürlich ein bisschen blöd, dass wir hier diese... Kann ich die nicht irgendwie miteinander verbinden, diese Durchgänge? Kann ich nicht sagen, ich möchte... Wieso geht denn das eigentlich nicht? Wieso kann ich denn kein Netz bauen? Ich möchte ein Netz bauen. Und ich habe von der keine Verbindung zu dem. Warte mal, das ist Unsinn, was ich hier gemacht habe. Denn ich brauche Verbindungen, ich habe die falschen Verbindungen gesetzt. Ich bin dumm, das Kaninchen ist dumm. Wir brauchen hier die Verbindung und hier die Verbindung. Weil diese Kuppel, wenn die müssen halt immer nur einspringen, sozusagen. Dann können wir nämlich hier hingehen, so, und... Ah, das geht natürlich nicht, warte. Hier hin, so, hier, so. Genau. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und wenn wir jetzt diese Verbindungen haben, können wir jetzt anfangen, unsere Einrichtungen zu bauen. Wasser und Sauerstoff ist versorgt. Jetzt können wir anfangen hier... Warum ist denn da hier eigentlich die... Wieso ist denn hier die Kuppel nicht angezeigt? Das Spiel hat einen dezent Bugs bekommen, habe ich das Gefühl. Durch die Updates. So Anzeige-Bugs. We have a food shortage. Ja, weil es geht ja auch da schon hin. Es zieht ja auch schon da ein. Leute, macht doch gar keinen Sinn, da schon einzuziehen. Es ist doch hier noch nicht mal was da. Naja. Unsere Nahrungskuppel.
So, in die Mitte kommen Gärten. War da Steingärten? Nee, warte mal. So ein kleiner See? Nee, irgendwas? Ein kleiner Brunnen? Ich möchte eine kleine Gasse. Nee, wir haben Straßen genug. Komm, hier Parks hin, weil wir wissen sonst nicht, was wir damit machen sollen mit diesen einen Feldern. So. Das können wir definitiv überall hinbauen. Haben wir überall schon mal kleine Gassen. Nee, kleine Parkanlagen. Weil da gibt es keine andere Möglichkeit. Es gibt kein anderes Platzgebäude als Dekoration. Und jetzt können wir sagen, wir bauen. Hier in diese Kuppel kommt. Wie sind denn die Kuppelspitzen? Ich könnte natürlich hier jetzt auch noch ein. Alter, okay, da könnte man noch einen Garten reinbauen. Oder wir bauen hier eine Arkologie. Aber das soll ja. Aber das passt eigentlich schon, ne? Da eine Arkologie noch reinzuknallen. Aber das soll ja schon so ein bisschen schön sein. Vielleicht doch einfach nur einen hängenden Garten? Weil ein hängenden Garten in das Servicegebäude reinpasst, ne? Hier muss auf jeden Fall, wenn das unsere Nahrung ist, kommt hier die Wasserverwertung. Weil diese Kuppel wird richtig viel Wasser fressen. Mit den ganzen Anlagen. Hier bauen wir jetzt mal unsere Service in Sachen Essen. Hier wird unsere Wir-Essen-Kuppel. Das heißt, hier kommt eine Dinnermeile hin. Und es kommt eine Lebensmittelgeschäftmeile hin. Das ist aber blöd. Da, warte mal, das müssen wir mal anders machen. Das ist ja ätzend. Das gefällt mir hier nicht. So. Und hier in die Mitte kommt jetzt schon mal Wohnraum. Wo war Wohnraum? Wohnraum. Hier kommen jetzt intelligente Häuser hin. Ha! Kommen nämlich nicht. Siehst du? So kann es gehen. Also intelligente Häuser. Nein, das nicht. Und ich glaube, in die Mitte baue ich jetzt da trotzdem dann die... eine Arkologie? Hängende Garten? Ich finde, da ein hängender Garten passt eigentlich viel besser, ne? Wenn da ein hängender Garten reinkommt. Hier bauen wir jetzt erstmal die... Deckungspflanzen. Dass wir hier eine möglichst hohe Bodenqualität drauf bekommen. Und hier ebenfalls. Achso, jetzt haben. Oh, wir haben Seetang! Deswegen wollte ich Algen, Seetang, Gemüse. Ich möchte. Wachstumszeit, durchschnittliche seeschnelle Wachstum erzeugt Sauerstoff. Okay, warte mal, durchschnittlicher Ertrag. Niedriger Tag wächst sehr schnell. Sehr niedriger. Okay. Produziert Sauerstoff ist natürlich geil. Algen produzieren sehr niedrig. Wir machen Seetang. Ich bin für Seetang. Wir machen hier nur. Hier wird eine Seetang-Produktion aufgebaut. Ich weiß immer noch nicht, was der Vorteil an Vegetarier sein soll, Veganer sein soll, weil wir doch eh nur fleischlose Kost haben. So, hier verwertet 70% des verbrauchten Wassers wieder. Das ist natürlich ganz nützlich. Und dann sortieren wir das hier mal noch. So. So. Und hier ebenfalls. Dass wir hier rund um die Uhr Arbeit haben. Hier haben wir jetzt gleich auch die rund um die Uhr Schicht schon mal eingeführt. Und wir haben, das sieht natürlich jetzt nicht so schön aus. Kann man das vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen anders sortieren, dass das schöner aussieht?
drei Etagen. Es ist nur die Frage, drei Etagen oder zwei Etagen. Das ist ja hässlich gerade so ein bisschen. Findet ihr nicht auch, dass das ein bisschen hässlich aussieht? Oh ja, gut. Das Problem ist da einfach die Situation mit den... Vielleicht reiße ich da ein paar von den Häusern wieder ab und mache da wirklich richtig so intelligenten Anlagenmäßig das. Ich finde das eigentlich... Oder vielleicht doch lieber einfach intelligente Anlagen. Dann haben wir das schön sortiert, dann sieht das doch alles. Weil die intelligenten Anlagen sind, das sind genau diese gleichen Häuser. Okay. Ganz ehrlich, Komfort ist hier, glaube ich, wirklich kein Ding in diesen Kuppeln. Und wir werden sicherlich sowieso hin und wieder was abreißen müssen, wenn wir umbauen. Kann ich hier drinnen einfach ausschlachten? Ja, sehr gut. Weg, 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 weg. Denn wir möchten hier vernünftige Bahn bauen. Ach, jetzt steht der Baum noch im Weg. Das hier muss auch noch weg. So, intelligente Anlage und dann bauen wir hier intelligente Häuser hin, sodass es vom Aussehen her passt und die letzte Ecke, die wird mit was anderem denn gebaut. Keine Ahnung, was wir da denn hinbauen. So, gucken wir mal. Hier haben wir noch das. Ja, ja, ich bedenke, das vorkommt mir völlig wumpe. So. Ist das nicht schön? Können wir ein paar Parkanlagen oder so hinbauen? Ich könnte es auch nach unten platzieren. Oder so schräg. Nee, nee, nee. Wir bauen da einen Park hin. Wir bauen da einen Park jetzt einfach hin. Und zwar eine kleine Gasse. Oder? Wollen wir da eine kleine Gasse hinsetzen? Garten. Hier kommt ein Garten. Ich mag Grün. Und das soll hier ja wirklich so die edel Location werden. Na, wenn man sich das mal anschaut, dass hier ein Komfort von 125 schon alleine dafür ist, dass die hier wohnen und wir haben noch nicht die Heimatgemeinschaft aktiviert. Was ist euer Problem? Ihr habt... Wir brauchen hier mehr Nahrung auf jeden Fall. Die Nahrung muss ja eigentlich nur in diese Richtung. Denn das sind ja die beiden Kuppeln für die Nahrung. Dann kann nämlich dieser Nahrungsspeicher weg. Oh, Kacke! Wir haben Drohnen eingesperrt. Dieser Drohnenhub ist für den Arsch. Kacke. Okay, wir müssen dann doch mal schauen, dass wir ein paar Durchgangsrampen bauen. Aber ich weiß noch nicht, wie und wo. Komme ich hier rüber? Nee, siehst du? Kacke. Ich würde sagen, dieser Drohnenhub ist für den Arsch. Nee, ist er nicht, weil ich kann ja hier die Durchgangsrampen aufbauen. Dann kommen die wenigstens durch die Tore kommen sie dann. So. Danke. Süß, wie die nicht wissen, was sie tun sollen. Dann können sie nämlich hier rüberfahren und in die Kuppeln rein. Ja, und zack, so laufen sie sofort los.
Das bedeutet, wir haben Essen, wir haben Essensproduktion, wir haben Unterkünfte für die höhere Gesellschaft. Dann benötigen wir etwas für die Kinder. Eine Kuppel für die Kinder. Denn die sollen sich ja auch wohlfühlen. Ich weiß nicht, ob ich eine ganze Kuppel für Kinder... Machen wir eine Kuppel für Kinder und Forschung vielleicht? Ist das so viel? Eine ganze Kuppel für Kinder und Forschung? Warte mal, hier kommt auch nochmal ein Spielplatz hin. Oder? Ja. Nein, wir machen... Ich weiß, was ich mache. Wir machen eine... Das wird eine Kippel für die... eine Kippel, genau. Eine Kuppel für die... Kinder und Ausbildung. Das heißt, hier kommen die Kindertagesstätten drumherum. Mit Spielplätzen. Und kleinen Gärten. Wobei die kleinen Gärten vielleicht später eh nochmal umsortiert werden. Wenn wir nämlich die Kuppelverbindung bauen. Was willst du? Ja, ja, wir haben keine Technologie mehr. So. Es konnte keine Nahrung geerntet werden. Shuttles überlastet. Ja, ja, ja. Und dann kommt hier nämlich noch die... Na, darf ich mal? Die Schulen kommen hier noch rein. Warte mal, kann ich das vielleicht anders bauen, dass das ein bisschen optisch passend ist? Ja, guck mal. So. Und auch die Mars-Universität. Das wird unsere Ausbildungskuppel. Gut. Wie sieht's hier aus? Ihr habt Trinken, Luxus, genau. Jetzt kommt hier die Luxus, das wird die Luxus-Kuppel, weil die haben eine direkte Verbindung dorthin. Deswegen wird das, kann man die hier auch anders einfärben? Ich kann die einfärben. Schön. Dann machen wir noch, nee, stopp. Ist fast abgerissen. Meteor incoming. Wo? Aber da müssten wir doch einen Abfanglaser in der Nähe haben, oder? Aber gerade so. Meine Güte, wir brauchen mehr Abfanglaser. We need more lasers. We have a food shortage. Ja, 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 ja. Das wirkt nur so. Hier ist alles abgedeckt. Okay, das ist alles abgedeckt. Wo sollten wir denn Food Shortage haben? Ja, dann geh essen. Du musst doch nur durch zwei Kuppeln. Geht das nicht? Möchtest du mir sagen, du kannst nicht durch zwei Kuppeln gehen? Bedeutet, wir müssen hier auch wieder Essen aufbauen, wenn ich das richtig sehe. Ach, das ist ja doof. Ach, das gefällt mir jetzt hier aber gerade nicht. Das war nämlich genau das, was ich herausfinden wollte. Kann man diese Kuppeln... Ach nee, siehst du, er geht doch. Was hast du gerade gemacht? Naja, vielleicht ist es doch einfach nur eine Frage des Bauens. Also. Wir gucken mal. Hier soll unsere Luxus-Ecke hin. Das bedeutet, alles, was so ein bisschen Luxus ist, also eine Weltraumbar ist zum Beispiel Luxus, finde ich. Wobei, Bar ist auch was... Bar gehört zu Essen, finde ich. Bar ist so ein bisschen was, was mit Essen zu tun hat. Na, ein Trinken gehen. Wir gehen erst was essen und dann trinken wir was. We have a food shortage. Wo jetzt schon wieder? Auch da oben. Das bedeutet... Die können nicht von hier durch diese beiden Kuppeln gehen? Ach, das ist doch ätzend. Die Kuppel ist grün? Kann ich die...
Kuppeln damit auch einfärben? Nee, schade. Das ist ja doof. Das bedeutet, ich muss die wirklich... Ich muss wirklich... Entweder jede Kuppel mit jeder verbinden. Aber das kriegen wir nicht hin, weil wir kriegen, glaube ich, nicht... Hier wird ein Kreuz entstehen. Das bedeutet, wir müssen Ringe bauen. Research complete. Das heißt, wenn ich muss jetzt hier... in die Kindertagesstätte in Diner bauen? Das ist doch blöd. Oder wir bauen hier halt nochmal. Aber ich will, dann kommen die nicht hier rüber. Aber hier oben haben wir nochmal Luxus. Außer wir bauen hier nicht nur Luxus hin, also nicht nur Essen hin, sondern wir machen hier wirklich richtig eine Luxusecke draus. Also, dass da Service hinkommt, sozusagen. Ich glaube, dass mir... Oh Gott, die Folge geht schon wieder über 30 Minuten. Meine Güte. Gott. Die Kuppelsituation entsteht. Wir haben ein paar kleine Problemchen, aber das kriegen wir gelöst. Das kriegen wir schon hin. Ich habe noch keine genaue Ahnung, wie, aber das kriegen wir schon hin. Alternativ würde ich diese Verbindung abreißen, weil ihr ja hierhin diesen Service habt. Dann kann ich diese Kuppel, dann kann ich hier die Verbindung aufbauen. Dann könnt ihr nämlich, würde ich nämlich sagen, hier kommt Wohnung hin. Dann haben die nämlich Arbeitsplätze, Service und Kindertagesstätte. Ja, das klingt gut. Aber das machen wir es beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Weltraumkaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!